Ingo schreibt Folgendes, aber mal als Frage, wenn er weder lesen noch schreiben konnte, woher konnte er wissen, dass wirklich aufgeschrieben wurde, was er sagte? Natürlich, wir als Muslime würden erstmal sagen, Sura 15, Vers 9 sagt Allah, Entschuldigung, ich habe mich das Wort vertan. In Sura 15, Vers 9 sagt Allah, wahrlich, wir haben die Ermahnung abgesandt und wahrlich, wir werden sie schützen. So, aber das ist natürlich jetzt für dich. Ich gehe jetzt davon aus, dass du nicht Muslim bist. Eine unbefriedigende Antwort. So. Die Sache ist folgende: Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hatte viele Schreiber gehabt. Deswegen hatte er nicht nur einen Schreiber. Und das ist auch die Weisheit, warum ein Schreiber einst satanische Einflüsterung bekommen hatte und sich eingebildet hat, er hätte selber etwas dem Propheten vordiktiert und vom Islam abgefallen ist und später seinen Fehler eingesehen hat und wieder zum Islam zurückgekehrt ist. Deswegen hatte der Prophet, weil er immer weltliche Sicherheitsvorkehrungen eingegangen ist, hat der Prophet extra viele Schreiber gehabt. Zusätzlich dazu hat er das mehr, hat er die Also er hat das vorgelesen und sie vorlesen lassen. Zusätzlich dazu wurde es im Gebet gelesen, zusätzlich dazu, also im Gebet vorgelesen, in lauten Gebeten. Zusätzlich dazu hat er selber noch die Leuten vorgelesen. Zusätzlich dazu haben es Leute auswendig gelernt. Denn hätte er jetzt zum Beispiel nur einen Schreiber gehabt, hätte einer aus der Reihe tanzen lassen. So liest er vor und lässt sich vorlesen. Und das ist bis heute das System, wie der Koran auch auswendig gelernt wird. Das heißt, wir haben also einen Lehrer, der das vorzitiert und dem es vorzitiert wird, der das kontrolliert mit einer Überlieferungskette bis zum Propheten alayhi salatu. Das heißt, so hat er diesen Kontrollmechanismus. Nochmal, wäre da nur ein Schreiber gewesen, hätte man sagen können, ja, was ist, wenn der eine Schreiber es verändert hat? Aber durch diese Vielzahl der Schreiber und die Vielzahl derer, die auswendig gelernt haben und der vielen Anzahl von Malen, wo er es wiederholt hat, ist sichergestellt, dass der Koran unversichert ist. Und deswegen sagt zum Beispiel Rudi Parrett in seiner Koranübersetzung auch in dem Vorwort, dass ein nicht-muslimischer Orientalist, sagte in seiner Koranübersetzung, leider habe ich das Vorwort, fängt jetzt hier auf Seite 7 an, weil ich habe das schon so lange, seit weit über 20 Jahren habe ich das, ja, er sagt in seiner Koranübersetzung Folgendes. Er sagt, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass er nicht Muslim. Ein Orientalist, der aber also nicht versucht zu haten gegen den Islam, er sagt, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass auch ein einziger Vers im Koran nicht von Mohammed stammen soll. Ich hoffe, das beantwortet dir deine Frage. Mach's gut, Ingo.